Darf ich vorstellen? Das ist unsere 3 Jahre alte Emma. Emma ist 55 cm groß und befindet sich zurzeit noch in der Türkei. Sie darf aber am 16.01. nach Deutschland auf eine Pflegestelle reisen. Die kleine Maus hat schon eine Menge erlebt. Sie wurde misshandelt und beim Einfangversuch der Hundefänger wurde ihr Vorderlauf gebrochen. Denn die Hunde werden einfach mitgeschleift. Emma hat trotz vieler Widrigkeiten ihren Sanftmut bewahrt. Sie kommt prima mit ihren Artgenossen zurecht und Menschen mag sie auch. Sie kennt auch Kinder und auch mit kleineren Zweibeinern hat sie keine Probleme. Leider hat Emma durch die schwere Misshandlung, die sie erfahren musste, eine Platte im Bein. Derzeit macht ihr diese aber keine Probleme. Sie ist ganz normal und bewegt sich wie jeder andere Vierbeiner. Im Moment ist sie auch noch gut im Futter. Und wenn sie noch 2-3 Kilo abgenommen hat, erleichtert das die Situation für ihre Gelenke natürlich auch noch zusätzlich. Nun suchen wir die Menschen für Emma, die mit ihr durch dick und dünn gehen. Die mit ihr Wiesen und Wälder erkunden und natürlich auch Kuscheleinheiten auf dem Sofa genießen. Und ja, natürlich auch die Menschen, die es nicht stört, dass Emma vielleicht etwas früher Arthrose bekommen könnte oder etwas früher als andere Hunde Schmerzmittel benötigt. Wenn du dich jetzt also in die kleine Maus verliebt hast und sie ab dem 16.01. auf ihrer Pflegestelle besuchen möchtest, dann melde dich doch einfach bei uns. Sie kommt gechippt, geimpft und kastriert.